Hallo und herzlich willkommen zu einem 15-Minuten-Workout für eine schlanke Taille und einen runden Po. Dieses Workout ist perfekt für eine schöne Sanduhrfigur. Du brauchst wie immer kein Equipment, außer wenn du möchtest ein Resistance Band, also ein Widerstandsband und natürlich eine Matte. Wir starten mit der ersten Übung. Pudi Tap. Versuch da wirklich die ganze Kraft aus deinem Gesäßmuskel zu holen, die Beine auseinander und langsam wieder zusammen. Halswirbelsäule bleibt mit der Lendenwirbelsäule in einer geraden Linie. Diese Übung ist mega für einen gehobenen, schönen, straffen Po. Und los geht's. Halfway there. Und wir haben noch 10 Sekunden. 3, 2, 1, rest. Und absetzen. 20 Sekunden Pause, bis wir weitermachen mit Crunch Dipping und Crunch Hold. Super Übung für die Bauchmuskulatur. Lass deine Schulterblätter schön hinten unten, Spannung im Bauch und deine Arme schauen schön, beziehungsweise deine Hände schauen schön nach oben. 1, go. Wechsel jetzt zu Crunch Hold, halten, Schultern nach hinten unten ziehen und Spannung im Bauch. Lächeln mit vergessen, sehr gut. Und komm schon, Spannung im Bauch, Schultern bleiben hinten unten, 3, 2, 1, yes, absetzen, super. Kurz durchatmen, bis wir aufstehen und weitermachen mit Pulse Lunges, und zwar mit der rechten Seite. Je breiter deine Schrittlänge ist, desto mehr Belastung bekommst du im Po. Je enger die Schrittlänge ist, desto mehr Belastung bekommst du in der Oberschenkelvorderseite, im Quadrizeps. Und los geht's. Langsame kleine Bewegungen, sodass die ganze Belastung schön in den linken Gesäßmuskel geht. Die Hälfte haben wir. Und komm schon, hol nochmal alles raus. Die letzten 5, 4, 3, sehr gut. Und absetzen. 20 Sekunden Pause, bis wir weitermachen mit der linken Seite. Three, two, one, go. Die ganze Belastung geht in den rechten Gesäßmuskel. Breiter Stand, die hintere Ferse bleibt permanent in der Luft. Kleine Bewegungen. Halfway there. 20 Sekunden noch. Und absetzen. Wir gehen auf die Matte und machen Übung für den Gesäßmuskel ganz gezielt. Wir starten zuerst mit dem linken Bein gestreckt nach oben und wechseln dann nach 20 Sekunden mit dem rechten Bein. 3, 2, 1, anziehen, beide Zehenspitzen anziehen, genau. Und go. Langsam, kontrolliert und push nach oben. Push nach oben und versuch wirklich die ganze Kraft in dein Gesäßmuskel rein zu projizieren. Genau. Und push. Sehr gut. Halfway und there. Seite wechseln. Linkes Bein absetzen, rechtes Bein durchstrecken. Schultern ziehen nach hinten unten.
3, 2, 1, rest. Und absetzen. Die nächste Übung ist eine super Übung für den seitlichen Gesäßmuskel. Wir starten zuerst mit der linken Seite und gehen dann über zur rechten Seite. Wenn du ein Widerstandsband hast, dann kann das jetzt zum Einsatz kommen. 3, 2, 1, go! Wenn du kein Widerstandsband hast und trotzdem mehr Intensität haben möchtest, dann nimm deine Hand, leg sie auf deinen Oberschenkel und drück dein Bein langsam mit deiner Hand nach unten und du wirst merken, es ist gleich schon intensiver. Zehenspitzen anziehen, beidseitig, langsam und kontrolliert und versuch permanent Spannung beizubehalten. One, rest. Sehr gut. 20 Sekunden Pause, bis wir weitermachen mit dem rechten Bein. Three, two, one, go. Intensität haben möchtest, dann nimm deinen Arm, leg ihn auf deinen Oberschenkel und drück deinen Oberschenkel langsam nach unten. Nach 20 Sekunden. Nur noch 3, 2, 1, absetzen. Wir machen weiter mit Roll-Up-Clap. Versuch dich komplett hinzulegen, deine Beine im rechten Winkel anzuwinkeln, rechten Winkel halten, Zehenspitzen anziehen und von der liegenden Position in den Crunch nach oben zu kommen, klatschen und langsam wieder nach unten. Eine super Übung für den geraden Bauchmuskel. Sehr gut. Und die Hälfte haben wir. Es darf anstrengend sein, es darf brennen. Du bist beim Endspurt, nur 15 Sekunden, komm schon. Und nach 10 Sekunden. Wir machen weiter mit Spider Crunch und Kickback. Zuerst mit der linken Seite 20 Sekunden und wechseln dann zur rechten Seite. Nimm dein Becken schön mit und versuch, wenn du dein Bein nach oben anhebst, deinen Bauchnabel schön nach innen zu ziehen und Spannung im Bauch aufzubauen. Genau, und jetzt nicht ins Hohlkreuz fallen, sondern Bauchnabel nach innen ziehen. Genau. Beide Ellbogen bleiben leicht gebeugt und wir wechseln zum rechten Bein. Super Übung für die seitliche Bauchmuskulatur, für den geraden Bauchmuskel, für den Gesäßmuskel und auch ein Stück weit für die Balance und für die Stabilität. 3, 2, 1, und absetzen. Sehr gut. Atme kurz durch, bis wir weitermachen mit dem Hydrant für die seitliche Gesäßmuskulatur. Ausgangsposition Vierfüßlerstand, zuerst auf der linken Seite und dann nach 40 Sekunden wechseln wir zur rechten Seite. 3, 2, 1, go! Auch da wieder, wenn du ein Widerstandsband zur Hand hast, dann verwende es gerne, ansonsten lässt sich die Übung auch super gut ohne Widerstandsband ausführen. Handgelenke und Schultern bilden eine gerade Linie und go, Hälfte haben wir. Halfway there. Three, two, one.
3, 2, 1, rest. Sehr gut. 20 Sekunden Pause, bis wir weitermachen mit der rechten Seite. Go. Halfway there. Sehr gut, die letzten 10 Sekunden. Three, two, one, und rest. Absetzen, super. Wir machen weiter mit Glute Bridge, eine super Übung für einen knackigen Po. Und zwar bewegen wir unser Becken ganz langsam in kleinen Bewegungen von oben nach unten. So richtige pulsierende Bewegungen, sodass die Belastung schön in den Gesäßmuskeln, vor allem in den oberen Teil, kommt und dein Po sich schön anspannt. Zieh die Zehenspitzen an und lass die Schultern auf der Matte. Hälfte haben wir, sehr gut. Three, two, one, rest. Und absetzen. Super. Wir bleiben auf der Matte, wechseln zu Booty Lifts. Auch da wieder super Übung für den gesamten Gesäßmuskel. Halswirbelsäule, bleib mit der Lendenwirbelsäule in einer geraden Linie. Fersen drücken nach oben und die Zehenspitzen ziehen nach unten. Go. Lass deinen Kopf tief und konzentriere jetzt die nächsten 40 Sekunden nur auf deinen Gesäßmuskel. Halfway there. Und komm schon, ich weiß, es brennt und ich weiß, es ist anstrengend, aber wir haben es gleich geschafft. Nur 10 Sekunden, nur 9, 8, gib nicht auf, denk an dein Ziel. 3, 2, 1, rest. Sehr gut, absetzen. 20 Sekunden durchatmen, bis wir übergehen zur vorletzten Übung. Danke Kick, zuerst 20 Sekunden mit der linken Seite und dann wechseln wir bei der Halbzeit zum rechten Bein 20 Sekunden. 3, 2, 1. Kleine Bewegungen, Ferse schaut nach oben, Zehenspitzen ziehen nach unten, beide Ellbogen sind leicht gebeugt und wir arbeiten wieder aus unserem Gesäßmuskel, Bauchnabel nach innen ziehen, nicht ins Hohlkreuz fallen. Halfway there. Und wir wechseln zum rechten Bein. Die vorletzte Übung. Du hast es gleich geschafft. Nur 10 Sekunden. Und absetzen. Sehr gut. Die letzten 20 Sekunden Bicycle Crunch. Und dann wechseln wir nur über zu Glute Bridge Hold. Fokussieren uns ganz gezielt auf unseren Gesäßmuskel und holen nochmal alles raus. Du schaffst es. Die letzte Übung für dieses Workout. 3, 2, 1, go. Langsam, kontrolliert. Sehr gut. Nimm deinen Oberkörper mit und versuch Spannung in deinen Zehen aufzubauen. Zehenspitzen anziehen. Die letzten 10 Sekunden, bis wir wechseln. 3, 2, 1, go. Glute Bridge Hold, Beckenblatt in der Luft, halten, halten, halten und Zehenspitzen anziehen. Und jetzt hol nochmal alles raus. Lass dein Becken oben. Wenn du merkst, es fällt ab, druck's nochmal hoch. Sehr gut. Und komm schon. Die letzten 6, 5,
4, genau. Lächeln nicht vergessen. 2, 1, und rest. Absetzen. Yes, gratuliere. Ich bin super stolz auf dich. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da, schreib mir gerne einen Kommentar und ich freue mich natürlich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und es wieder heißt Let's Rock It! Bis zum nächsten Mal!